Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of the Souls. Ja, ich habe den dritten Akt durchgespielt mit der Zauberin und bin jetzt im vierten Akt. Und dieses Schwert habe ich da noch gefunden, glaube ich, von Asmodan. Und ja, sieht richtig geil aus. Das wollte ich euch mal kurz zeigen. Und jetzt gehen wir wieder zum Kreuzritter und machen weiter. Komm, laden. Nicht ruckeln, laden. Ja, direkt ging es, nachdem ich Fraps kurz ausgemacht habe. Leckt ein bisschen. Okay, geht. Lasst uns euren Onkel suchen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Runford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Was ich das letzte Mal noch vergessen habe zu aktivieren, das sind die Flügel. Die bekommen alle, die bis, glaube ich, am 31.03. das Spiel aktivieren, Reaper of the Souls. Und nehmen wir die Flügel. Und werden sie mal ausprobieren. Wow. Jetzt habe ich schon zwei Flügel. Ist das schon schmerz? Ich habe geschuftet wie ein Irrer, damit ich dir diese feinen Waren anbieten kann. Ach, bis zwei. Jetzt könnten wir eigentlich schon etwas kaufen. Wir brauchen unbedingt ein bisschen Damage. Nein, ich könnte nur alles kaufen von den gelben Items. Sind zwar nicht gerade günstig, aber wir haben ja das Geld von den anderen Charakteren noch. So, vom Ding gab es ja keine. Und jetzt sind wir ein bisschen rot. Okay. Hier hat sich ein Tagebuch. Ah, sorry. Nein, gibt's hier nicht. Aber in der Wirtschaft, also im Gasthaus, gibt's noch eins. So dumm, dass dieser Bade sich hat treffen lassen. Was machen wir hier in meinem Zimmer? Ein Wunder ist geschehen. Ein Held, wie aus einer der Geschichten von Onkel Deckard, ist aufgetaucht und hat uns gerettet. Ich weiß in meinem Herzen, dass mein Onkel noch lebt und ich bete, dass der Held ihn sicher nach Hause zurückbringt. Ja, das werden wir. Aber zuerst müssen wir mal aus der Stadt. Und wir gehen zu den alten Ruinen. Hier. Lasst mich das Tor öffnen. Schau nochmals kurz, ob wir hier unten was Gutes haben. Der Amboss ist leider nicht immer hier. Da drüben kein Dungeon. Nix. Ja, was soll denn das? Also dann gehen wir weiter. Adria war meine Mutter, doch ich weiß nicht viel über sie. Sie starb, als ich noch klein war. Und Onkel Deckard hat mich großgezogen. Und euer Vater? Ich habe gehört, er war ein großer Krieger. Starb, bis man den Dämonen in die Hände fiel.
hier kommen noch die Oberteile raus. Die geben nicht auf. Wenn sie einmal tot sind, dann sind sie doch noch nicht tot. Sind eigentlich schon tot. Oh Gott. Es hört sich alles so falsch an, wenn man zu den Untoten tot sagt. Folgt mir. Hier liegen dunkle Geheimnisse verborgen. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Boss. Nein, nicht einfrieren, bitte. Ich mag einfrieren nicht. Ein heiliger Ritter darf nicht eingefroren werden. Und nerv nicht, bitte. So. Tschüss. Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich werde gehen. Bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Vielen Dank. Aiden ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was sich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch, wohin auch immer er aufgebrochen ist, die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, Tristram erneut einzuhüllen. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. Okay, wir haben die erste Rune bekommen. Bestrafen. Und ja, das hört sich zwar gut an, aber wahrscheinlich ist unsere Blockrate noch zu gering, um wirklich zu profitieren. Aber eigentlich könnten wir das mal ausprobieren einfach. Was ist das? Das ist Grayson oder was? Sah irgendwie nicht nach Feuer aus. Ja, okay. Geht's. Hier steht schon. Mit dem Gesindel. Und frisst einfach weiter. Ein Säbel. Oh, das ist besser. Natürlich nehmen wir. Der Erzengel Drager Basler. Sieht so cool aus. Aber schade, dass es nicht so gut texturiert ist. Kampf vorbei. Ein bisschen weniger Gelb hätte es auch gemacht. So wie die Flügel von Tyrael in Diablo 2 wären doch cool. Aber es wäre wahrscheinlich zu viel verlangt bei Blizzard. Ich mag Großentwickler nicht so, die nur wegen Geld irgendwas machen und dann nicht so lieb, also eher lieblos und ja. Der gefallene Stern im Innern. Aber naja, bei Diablo 3 ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Aber wenn man so Path of Exile spielt, so, da sieht man, was ein Entwickler, der nicht so gut ist und noch nicht so berühmt ist, ausmachen kann, bevor er dann zu einem kleinen Arschloch wird. Sorry für den Ausdruck. Man sollte den Spielen schon Liebe geben. Auch wenn es nichts mehr bringt, wenn man so viel Geld hat, dass man darin schwimmt oder so. Man sollte immer genug Liebe für ein Game geben, wenn man Entwickler ist. Und diesen Publisher hat mal eins auf die Fresse gegeben. Und sie nerven. Oh. Komm, den schaffen wir.
nur Geduld. Ich benötige mehr Zorn. Nein, bitte nicht. Ja, ich habe ihn geschafft. Wir haben ihn geschafft, super. So, wunderbar. Einfach draufklappen. Plopp. Ah, jetzt müssen wir noch die... Mein Name ist Mark Dannan und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leoriks Armee, lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Immer alles sofort töten. Geht's nicht. Neue Rekordzerstörung. Oh, jetzt haben wir die ersten. Sind das Champions? Also bei Diablo 2 waren es noch Champions. Hier wahrscheinlich auch. Es ist einfach kleine stärkere Monstertruppe, die auch solche Spezialeffekte haben wie Rückstoß. Aber nicht ganz so stark sind wie die Elite-Monster, die so gelblich leuchten. So, die haben wir auch geschafft. Dann gehen wir mal oben durch. Die grauen Items sammle ich jetzt nicht mehr ein. Ein bisschen mehr Damage ist schon besser. So, Life Leech brauchen wir noch nicht so dringend. Ich glaube, bei Diablo 2 hat es gar nicht gewirkt, Life Leech auf Untot. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Gelben Bubbles, das sind hier die Ruhm der Nephalims und geben uns so einen Klettenblitzeffekt und Explosionen und Heil- und Machtkugeln verstärken und verlängern diesen Effekt. Okay, cool. Das wird wahrscheinlich auch fünfmal stacken. Also bis jetzt habe ich ein 5 Stack gehabt, mehr nicht. Und ja. Es hilft schon extrem, also vor allem die Kettenblitze geben noch ein bisschen AOE-Damage. Wenn man noch nicht sehr AOE ist, was ist für ein Effekt, dass man... Ja. Dass man eigentlich viel leichter hat. So, wir nehmen aber wieder Schlitzen. Beim Ding. Beim Linkshandangriff. Da unten gibt es noch Kisten. Bumm. Ah, ich mochte den Charger in Diablo 2. Leider war er extrem genervt worden, habe ich ihn nie mehr gespielt. Bitte tötet mich! Ich will nicht verwandeln! Jetzt sieht man, wie einer zum Zombie wird. Nicht gerade gut. In Diablo 3 wird es gleich richtig gemacht. Nicht erst sterben und dann zum Zombie langsam entwickeln oder so. Nein, sofort zum Zombie. Plumm. Auf einmal bist du Zombie. Priester in den Kathedralen haben nicht mehr so viel Bier gesoffen oder Wein gesoffen, dann so viele Fässer.
nicht gut. Alkohol macht die Leber kaputt. Nicht den Zuschneider schieben. Nein. Nee, nee. Ach komm. Verreckt. So. Manchmal nerven die, weil sie immer wieder auf, also noch eine zweite Form haben. Ja, Lederwams braucht doch keiner. Ich brauche Stahl, Titan. Ich brauche irgendwas mit Trill. Irgendwas Cooles. Nichts Gescheites. Ja, dann gehen wir mal kurz rüber, also kurz hier. Mal schauen, was hier ist. Es lohnt sich auch ein bisschen mehr auf die Seitengassen zu achten und so, weil die Items einfach häufiger sind. Jetzt. Es war Lazarus. Dessen bin ich mir sicher. Nur er fand beim König Gehör und belegte ihn so mit finsterer, bösartiger Magie. Er redete ihm ein, dass ein Angriff aus Westmark unmittelbar bevorstand. Aus Angst, gegen den Erzbischof aufzubegehren, stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu und schickten uns in den Tod. Was ist denn das für eine Regierung? Das ist so etwas... Wenn man denkt, es ist ein Betrug oder Betrügen selber. Nur Kacke. Eine Regierung soll dazu dienen, zu helfen und nicht alles kaputt zu machen. Die sind einfach riesig zäh. LOL, da fliegt er noch, der Arme. So ein armes kleines Kerlchen. Oder soll ich Großes sagen? Ein Zweihänder. Aber wir haben ja ein Schild, wir sind besser mit Schild. Mit der Zauberin habe ich ja zwei Hände und die geht richtig gut ab, aber als Crusader möchte ich das jetzt nicht unbedingt benutzen. Auch weil es wahrscheinlich schwächer ist, weil es nur weiß ist. Oh, nicht schon wieder ein Vetter.